Hallo und herzlich willkommen hier aus Frankfurt live. 11. September 2015, Investment und Business Days. Mein Name ist Jens Rabe und ich darf Sie jetzt zu diesem Vortrag begrüßen. So vermeiden Sie jeden Crash garantiert. 11. September, das weckt natürlich Erinnerungen, denn vielleicht erinnert sich der ein oder andere gar nicht mehr so richtig daran, aber 9/11, der 11. September 2001, vor heute, vor 14 Jahren, das war ein Dienstag, hatten wir diese Anschläge in New York und eine danach natürlich extrem einbrechende Börse in den darauffolgenden Tagen. Jetzt, 14 Tage später, in New York stehen die Freedom Towers mittlerweile, sind fertig gebaut und ja, wir sind 14 Jahre weiter, aber das Thema Crash, das Thema starker Preisrückgang in den Aktienmärkten ist natürlich immer noch etwas, was sehr, sehr viele Anleger vermeidet und wir hatten gestern hier vor Ort das Gespräch mit mehreren Handelskollegen und da haben wir natürlich auch darüber gesprochen, dass wir ja gerade auch jetzt in diesem Jahr wieder einen sehr starken Einbruch hatten. Es ist ja noch gar nicht so lange her, jetzt Ende August, ich glaube der 24. oder 25. August war es ja, als die Märkte ja wieder einmal scheinbar plötzlich und unerwartet eingebrochen sind. Und ich muss gleich zu Beginn sagen, nachdem dann dieser Vortrag hier fertiggestellt war und nachdem ich ihn dann auch hier das Thema dem Veranstalter weitergegeben hatte, habe ich eigentlich gemerkt, dass das Thema an sich oder die Überschrift "So vermeiden Sie jeden Crash" im Grunde genommen falsch ist. Denn den Crash können wir natürlich nicht vermeiden. Also ein Crash, das ist etwas, was immer mal wieder an den Märkten passieren wird. Aber richtigerweise hätte dieses Thema eigentlich lauten sollen, so vermeiden Sie die Folgen eines Crashs, beziehungsweise so werden Sie nicht von einem Crash betroffen. Und das soll also heute das Thema sein. Mein Name ist, wie gesagt, Jens Rabe. Wer mich nicht kennt, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Ich bin seit 9 Jahren Berufshändler, habe vor etwa 20 Jahren, 19 Jahren genau, habe ich angefangen, an der Börse zu handeln. Das heißt, ich war auch 9/11 2001 schon dabei. Ich weiß noch damals durch Zufall, weil anders kann ich es nicht bezeichnen, durch blanken Zufall war ich damals sogar Short. Also das heißt, ich hatte damals Optionsscheine auf amerikanische Fluggesellschaften. Warum? Ich hatte einen heißen Tipp gelesen in irgendeinem Internetportal, dass die so stark unter Druck stehen würden. Also man hat das schon im Vorfeld gesehen. Und da war ich halt Short. Natürlich, das war dann von dem, was da passiert ist, natürlich ein ganz, ganz schrecklicher Tag. In meinem Depot war es eher ein positiver Tag. Aber wo ich heute sage, das Ganze ist eher, wenn ich heute an einem Tag, wie jetzt beispielsweise vor 14 Tagen, als der Markt so stark eingebrochen ist, da habe ich bewusst davon profitiert. Warum? Weil man im Vorfeld erkennen konnte, dass der Markt wahrscheinlich so stark einbricht. Und damals 2001, da war das der blanke Zufall, dass ich ausgerechnet damals in der richtigen Richtung positioniert war. Ich habe mich aber natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, auch weil, als ich mich vor 9 Jahren selbstständig gemacht habe, hatte ich natürlich immer diese Angst, was machst du denn, wenn mal über Nacht ein Markt wirklich sehr schnell einbricht? Und dieses Thema hat mich wirklich sehr beschäftigt, weil Sie können sich vorstellen, als Berufshändler möchte man natürlich nicht von diesen Dingen überrascht werden. Und ich habe mich immer gefragt, wie machen denn das die Profis? Wie können die denn an solchen Tagen Gewinne machen, wo doch die Masse der Anleger in diesen Crashs immer eine Menge Geld verliert? Und im Laufe der Zeit habe ich dann für mich einfach mehrere Mosaiksteine gefunden, an denen man erkennen kann, wann ein Markt mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit stark einbrechen wird. Und diese Mosaiksteine, die will ich Ihnen heute vorstellen, weil Sie werden sehen, das ist im Grunde genommen relativ simpel. Da muss man jetzt keine großen Analysen anstellen, da muss man auch nicht in die berühmt-berüchtigte Glaskugel schauen, sondern es gibt einfach Dinge an der Börse, die einem schon im Vorfeld sehr, sehr klare Dinge aufzeigen. Schauen wir uns einfach mal an, die Situation jetzt hier im August, und da sehen wir ja, der Markt ist innerhalb von 1, 2, 3, 4 Handelstagen um 13% eingebrochen. Also wer da im S&P Future, das ist jetzt der Mini hier, von oben nach unten dabei war, immerhin $13.600 Gewinn. Wir wissen natürlich, man steigt nie oben ein, nie unten aus. Aber
Man sieht hier, man konnte natürlich auch an so einem Tag Gewinn machen, aber ich weiß aus vielen E-Mails, die ich bekommen habe, aus vielen Gesprächen, dass eine ganze Menge Anleger natürlich hier Geld verloren haben, weil sie vollkommen überrascht waren, was da passiert ist. Und man hat es ja gesehen, große Aktien, große Indizes sind sehr, sehr stark an diesem Tag unter Druck gekommen. Der S&P an dem jetzt ja mittlerweile so bekannt schwarzen Montag hat 130 Punkte verloren. Wenn man das mal in Relation setzen will, der S&P handelt normalerweise etwa 20 Punkte am Tag. Das heißt, seine normale Handelsspanne sind 20 Punkte. 130, das ist also mehr als das Sechsfache. Und wie kommt es zu solchen Tagen? Warum kommt es zu solchen Tagen? Und können wir solche Tage im Vorfeld erkennen? Ich behaupte, ja, man kann das im Vorfeld erkennen. Und ich möchte Ihnen heute diese Instrumente an die Hand geben, dass auch Sie in Zukunft sagen können, naja, ich kann diese Crashs nicht verhindern, wie auch, aber die Folgen für mich persönlich kann ich verhindern. Im Gegenteil, ich kann sogar anstatt an solchen Tagen zu verlieren, von diesen Tagen profitieren. So, Sie kennen das vielleicht, wenn Sie die Wirtschaftspresse verfolgen, also ganz normale Anlegermagazine, sowas wie Kapital oder auch die Wirtschaftswoche, aber auch selbst so Zeitschriften wie der Fokus oder der Spiegel. Da ist ja immer mal wieder ein Interview drin mit den sogenannten Crash-Gurus. Und diese Crash-Gurus, also Mark Farber oder wie sie alle heißen, die sind ja momentan eigentlich wieder ganz gut angesagt. Na klar, nachdem es jetzt passiert ist, sagen die, ich habe es ja schon immer gesagt. Die haben natürlich aber schon in den ganzen letzten Jahren, ohne dass etwas passiert wäre, beschreien die ja immer den Crash und sagen immer, der Markt kann quasi aus dem Nichts heraus über Nacht komplett einbrechen. Ich behaupte jetzt mal, dass es noch nie einen Index gab, zumindest in den großen industrialisierten Ländern dieser Welt. Das heißt, wir sprechen hier von Amerika, wir sprechen von Japan, wir sprechen natürlich von Europa, wo ein Index aus dem Stand heraus über Nacht in einen Crash übergegangen ist. Das heißt also so nach dem Motto, wir haben gerade ein neues Allzeithoch erzielt und am nächsten Tag sind wir 30-40% eingebrochen. Kann das in Zukunft passieren? Naja, vielleicht, wenn dann doch mal irgendwie noch ein ganz, ganz schlimmer terroristischer Anschlag passiert, irgendwann jemand eine Atombombe zündet oder so, dann mag das passieren. Aber die Wahrscheinlichkeiten, dass so etwas über Nacht passiert, liegen aus meiner Sicht heraus bei nahezu null. Und ich werde Ihnen jetzt gleich ein paar Dinge zeigen, wo wir eigentlich erkennen können, dass jedem Crash Signale vorausgehen. Und das sind keine irgendwie, das hat jetzt nichts mit Verschwörungen zu tun, sondern wirklich ganz klare Signale im Markt, die nicht nur einfach da sind, sondern die wir auch interpretieren können, wo wir sagen können, aha, deswegen passiert das überhaupt und das findet im Vorfeld statt. Weil, wie gesagt, damit es zu einem Crash kommt, damit es zu einem starken Preiseinbruch kommt, wie wir es jetzt gesehen haben, das ist etwas, wo immer gewisse Dinge vorausgehen müssen. Und meine Bitte an Sie und auch meine Aufforderung an Sie ist, nachdem Sie jetzt diesen Vortrag gehört haben oder sich vielleicht als Aufzeichnung angeschaut haben, gehen Sie selber bitte hin, setzen Sie sich mal in einer ruhigen Minute hin, schauen Sie sich Charts an und überprüfen Sie das, was ich Ihnen heute sage, überprüfen Sie das mal in den vergangenen Jahren. War denn das tatsächlich so, dass diese Dinge, die ich Ihnen jetzt zeige, dass die immer vor einem Crash aufgetreten sind? Und da werden Sie ganz neue Dinge entdecken und Sie werden Ihre, also das ist zumindest meine Hoffnung, Sie werden die Angst, von einem Crash betroffen zu sein, komplett verlieren, weil, wie gesagt, man kann es erkennen. Es gibt diesen Spruch an der Börse, ich habe es gestern nochmal nachgelesen auch, das ist wohl ein älteres Zitat, wo steht, der Unterschied zwischen einer Straßenbahn und der Börse ist, dass an der Börse zum Ein- und Ausstieg nicht geklingelt wird. Und ich behaupte, dieser Spruch ist falsch. An der Börse wird geklingelt, man muss bloß richtig zuhören. Lassen Sie uns zu Beginn einfach mal ein paar Charts anschauen. Und da sehen Sie hier nochmal den S&P 500 in diesem Jahr. Und Sie wissen alle, wir hatten in den letzten Jahren, beginnend ab dem Jahr 2009, eine fantastische Börsenentwicklung. Die Börsen sind extrem stark nach oben gelaufen. Wenn wir wissen, dass die Börsen im Schnitt vielleicht 8% im Jahr machen, wir haben in den letzten Jahren im Schnitt 30% pro Jahr gesehen, 25%, 20%, also sehr, sehr hohe Entwicklungen. Und mal ganz kurz unterbrochen 2011, aber es ging eigentlich 5 Jahre, 6 Jahre fast in Folge nach oben.
Und dann haben wir dieses Jahr ein sehr interessantes Muster gesehen, nämlich wir haben gesehen, dass der S&P im Grunde genommen schon ab dem Frühjahr diesen Jahres nicht mehr so richtig vorankam. Das heißt, er lief dann plötzlich seitwärts über mehrere Wochen und Monate, bevor eben dann jetzt hier Ende August wirklich so brachial nach unten brach. Und jetzt können wir uns mal anschauen, gab es denn so ein Seitwärtslaufen vor einem Einbruch? Gab es das auch in den anderen Crashphasen in den Jahren zuvor? Und da haben wir hier beispielsweise das Jahr 2011. Im Jahr 2011, wer erinnert sich noch, auch damals hatten wir einen Preisrückgang von um die 20% im S&P. Und wenn wir sagen Crash, dann muss man ja immer sagen, okay, es sollte schnell passieren, es sollte heftig passieren und es sollte natürlich jetzt nicht 2-3% sein. Also ich glaube, wenn der Markt mal 3% an einem Tag fällt, dann ist das jetzt nicht so dramatisch, sondern wenn wir sagen, okay, er fällt über 4-5 Wochen vielleicht 20-25%, dann ist das natürlich etwas, was die meisten überrascht, wo wir hinschauen müssen. Und Sie sehen hier 2011. Auch da diese Seitwärtsphase, der Markt lief die ganze Zeit seitwärts, bevor eben dann plötzlich diesen Schlag bekam und nach unten ging. So, schauen wir uns an 2007, 2008. Wir wissen, 2008, 2009 oder beginnen schon im Jahr 2007, das war die größte Finanzkrise, die wir alle miterlebt haben. Ich persönlich glaube nicht, dass wir sowas in unserem aktiven Börsenleben nochmal erleben werden in dieser Heftigkeit. Man erinnert sich, unser ganzes Finanzsystem stand quasi auf der Kippe. Eine altehrwürdige Bank wie Lehman Brothers musste Insolvenz anmelden und wir haben einen brachialen Einbruch in den Märkten gesehen. Über 50% ist der S&P eingebrochen, manche Indizes teilweise 80%, einzelne Aktien wie zum Beispiel die Citibank 90%, große Firmen sind pleite gegangen, Enron, AIG und so weiter, alle bohren sie plötzlich weg. Und auch hier sehen wir aber ein ganz interessantes Muster, denn 2007 sehen Sie auch, der Markt hat nochmal ein neues Hoch gemacht, lief aber im Grunde genommen auch schon seitwärts und zwar mehrere Monate. Und erst dann mit dem Beginn des Jahres 2008 ging es dann nach unten. Das Jahr 2000, der Dotcom-Crash, also die gehypten Internetaktien, alle fielen im Jahr 2000, wir hatten das Hoch im März 2000, das Tief dann im März 2003, 3 Jahre lang, fast einen Abwärtsmarkt, wobei das gar nicht so stimmt. Denn wenn wir uns den S&P anschauen im Jahr 2000, dann sehen wir auch hier nochmal eine lange Seitwärtsphase. Natürlich schwankt das ein bisschen, das ist nicht nur 1%, aber von Crash kann man doch im Jahr 2000 nicht sprechen. Der S&P hat im Jahr 2000 gerade mal 5% verloren, von Anfang Januar bis Ende Dezember. Hat ein bisschen geschwankt, aber Sie sehen auch hier wieder diese Umverteilung. So, jetzt machen wir es ein bisschen schneller. Der große Einbruch im Jahr 1987, das sind Wochenkerzen. Das heißt, alles, jede Kerze, die Sie hier sehen, stellt eine Woche dar. Und was sehen wir im Vorfeld? Eine lange Seitwärtsbewegung über mehrere Wochen. Das heißt, vorher ein extrem steiler Anstieg. Wir waren am Anfang des Jahres irgendwo bei 2,40, sind dann 50-60% gestiegen und danach kam dieser Einbruch, aber eben auch nicht direkt vom Hoch, sondern auch da ging es erstmal ein paar Wochen noch seitwärts. Ein Beispiel aus den 80er Jahren, 1981. Auch hier die Bewegung, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, der S&P dann runtergefallen bis auf knapp 100 Punkte im Jahr 1982. Aber auch hier eine lange Seitwärtsbewegung, mehrere Monate. Ein Beispiel aus den 70er Jahren, 1976, 77, eine lange Seitwärtsbewegung und so weiter und so fort. Und Sie können das wirklich zumindest in den letzten 50, 60 Jahren, nachdem die Börsen weit verbreitet sind, nachdem breite Bevölkerungsschichten an den Börsen teilnehmen, kann man das beobachten. Und ich bin ein großer Anhänger des ja leider schon vor vielen Jahren verstorbenen André Costolanis. Das war auch derjenige, der mich damals für die Börse begeistert hat mit seinen Büchern. Und ich hatte das Glück, noch ihn bei einem Vortrag zu hören. Und er hat damals immer diese Geschichte erzählt von den starken Händen und den schwachen Händen. Das heißt, er hat immer gesagt, wenn wir eine Hosse hatten, also das heißt, wenn die Märkte sehr, sehr stark gestiegen sind, dann sind ganz einfach die Anleger oder dann sind die Aktien von den starken Händen in die schwachen Hände übertragen worden. Und umgekehrt nach einem Crash wurden die schwachen Hände herausgeschüttelt und die starken Hände haben nach einem Crash die Aktien aufgenommen. Und das Interessante ist, dass wir
bei jedem Crash, wenn wir das in der Geschichte der Börsen beobachten, jedem Crash, also sagen wir alles, was Minimum 20% oder mehr nach unten ging, haben wir eigentlich gesehen, dass es im Vorfeld eine gigantische Umverteilung von Vermögen gab. Wenn wir uns auch mal hier anschauen, wer hat denn tatsächlich im Jahr 2009 gekauft? Das war ja nicht die breite Masse, sondern es waren die wirklich die Costolani-starken Hände, die in der Finanzkrise zugegriffen haben und jetzt einfach 6 Jahre lang das Ganze mitgerissen haben, viel Geld verdient haben. Und dann brauchte es natürlich eine gewisse Zeit, bis man das wieder an die schwachen Hände verteilt. Und gerade in den letzten Tagen habe ich eine Meldung gelesen, die perfekt ins Bild fasst. Und zwar, seit 2007 ist es das erste Mal, dass die deutschen Anleger wieder mehr Geld in Aktienfonds reintun als in allen Jahren zuvor. Das heißt, wir haben jetzt erstmals wieder den Stand von 2007 erreicht. 2007, ganz kurz vor dem Crash, jetzt auch wieder. So, und was passiert? Das Ganze kann man natürlich auch mit den schönen Worten Akkumulation und Distribution beschreiben. Das heißt also, die Akkumulation, das Aufnehmen von Aktien, das lassen wir mal weg, weil das ist dann in der Phase, wenn der Crash dann mittendrin ist oder wenn er vorbei ist. Aber die Distribution, das heißt die Umverteilung. Und das sehen wir vor jedem Crash. Nämlich, dass diejenigen, die im Crash gekauft haben, die Hosse mehrere Jahre lang mitgegangen sind, also viel Geld verdient haben, die wollen natürlich ihre Aktien irgendwann auch mal wieder loswerden. Weil stellen Sie sich vor, wir reden hier über gigantische Summen, die da verdient wurden. Und also jetzt nicht ein paar Millionen, sondern Milliarden und Abermilliarden. Und es braucht natürlich jetzt einfach jemand, der die aufnehmen kann. Und das ist eben dann die breite Masse, die wie immer zu spät in so einen Zyklus einsteigt. Und jetzt ist doch die Frage, können wir das erkennen? Also nur allein diese Chartbilder hier, das sieht man zwar dann im Nachhinein, aber können wir das irgendwie quantifizieren? Es hätte ja auch nach oben weitergehen können. Ne? Haben wir auch schon oft gesehen, dass wir eine Seitwärtsphase haben und dann löst sich das Ganze nach oben auf. Und deswegen nützt uns eigentlich der blanke Blick auf den Chart nichts, sondern wir müssen das ein bisschen detaillierter machen. Und da gibt es etwas, wo wir das sehr, sehr schön erkennen können. Und ich möchte Ihnen mal Folgendes zeigen, nämlich an einer Einzelaktie. Und zwar die Aktie, die ja, glaube ich, am beliebtesten in den letzten Jahren war. Das ist die Apple-Aktie. Und ich habe Ihnen hier drei, Sie sehen das auch im Chart, ich habe Ihnen hier drei Zeitpunkte einmal markiert mit diesen Pfeilen. Und da sehen Sie was ganz, ganz Interessantes. Nämlich Apple hat in diesem Jahr dreimal neue Hochs gemacht oder drei Hochs angelaufen. Und interessanterweise, was ist denn immer genau bei diesen Hochs passiert? Sofort nachdem diese Hochs angelaufen wurden, wurden die massiv abverkauft. Das heißt, wir sehen hier jetzt gerade im Frühjahr 2015, wir sehen ein neues Allzeithoch. Zu diesem Zeitpunkt war Apple das teuerste Unternehmen der Welt. Und was passiert? Die Aktie macht ein neues Allzeithoch. Gibt es jemanden, der an dieser Stelle Geld verloren hat mit dieser Aktie? Nein. Aber was passiert? Also zumindest keiner, der long war. Was passiert aber? Sofort wird die Aktie abverkauft über mehrere Wochen. Dann kommt sie wieder nach oben, macht wieder ein neues Allzeithoch. Was passiert? Sie wird wieder abverkauft. Sie geht wieder nach oben, macht nochmal ein Allzeithoch, wieder verkauft und jetzt kurz vor dem Crash nochmal, sie springt nochmal nach oben und wird wieder abverkauft. Und das ist eigentlich ein ganz klares Zeichen dafür, dass hier eine sogenannte Distribution stattfindet. Das heißt, die Großanleger verkaufen in steigende Preise hinein ihre Aktien. Und das ist auch der Grund, warum das so lange dauern muss. Sie müssen sich vorstellen, wenn wir als private Händler, wenn wir eine Aktie haben, egal wie viel wir davon haben, ob wir 1.000 Euro investiert haben, 10.000 oder 100.000, wenn wir diese Aktie verkaufen wollen, dann genügt im Grunde genommen ein Fingerdruck, bumm, und dann ist die Aktie weg. Das heißt, wir bewegen damit nicht den Markt, gerade in so einem Wert wie Apple, der Hunderte von Milliarden von Dollar wert ist. Wenn wir da mal für 100.000 Euro Aktien verkaufen würden, und wer von uns hat denn in einem einzelnen Investment 100.000 Euro, dann können wir das innerhalb von Sekunden tun. Wir können zack das Ganze raushauen. Aber jetzt überlegen Sie mal, wenn ein großer Investmentfonds, wenn
Hunderte von Investmentfonds. Und Apple war zum Beispiel die Aktie, in die die meisten institutionellen Anleger weltweit investiert waren. Klar, jeder musste Apple haben. Es war das teuerste Unternehmen der Welt. Die muss einfach jeder haben. Und wenn die ihre Sachen loswerden wollen, dann können die eben nicht hingehen und sagen, ich mache mal einen Klick und verkaufe mal 500.000 Aktien, 5 Millionen, 50, 100 Millionen Aktien, sondern die müssen das über Wochen verteilen. Die großen Investmentfonds, die großen Kapitalsammelstellen, Versicherer, Pensionskassen, Hedgefonds sind nicht in der Lage, ihre Bestände innerhalb von einem Tag oder von einer Woche zu verkaufen, sondern die brauchen Zeit. Wochen brauchen die. Genauso wie sie übrigens Wochen auch brauchen, um die Positionen aufzunehmen. Das ist übrigens auch das, was dazu führt, dass Kurse überhaupt steigen, dass eben die Großen immer wieder neu kaufen müssen. Das sind ja nicht wir Kleinen, die dazu beitragen, sondern die Großen. So, und das heißt, die brauchen ganz einfach Zeit, um ihre Positionen abzuladen. Jetzt stellen Sie sich aber Folgendes vor, wenn die jetzt sagen würden, so, ab heute verkaufen wir alle unsere Aktien, Apple und alles, was wir haben, was würde passieren? Die Preise würden sofort anfangen zu fallen und diese Fonds hätten nicht die Gelegenheit, zu den hohen Preisen zu verkaufen, weil sie mit ihren großen Verkaufsorders die Preise nach unten drücken würden. Und aus dem Grund müssen sie die Kurse da oben ein bisschen pflegen. Ich habe das erste Mal live kennengelernt, als ich, das ist jetzt ungefähr so 8 Jahre her, in den USA war, am Chicago Board of Trade in Chicago, als ein Händler den Auftrag erhielt, den hatte ich dann mal kennengelernt und der hat mir das dann erzählt, wie das Ganze funktioniert und das ist auch kein Geheimnis, das kann man überall nachlesen. Der hatte den Auftrag bekommen für einen großen Fonds, musste der 20.000 Futures kaufen, ich glaube im S&P oder in Bonds, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Und jetzt ist der natürlich nicht losgegangen aufs Parkett runter und hat gesagt, ich möchte 20.000 Futures haben. Warum? Was hätten die denn alle gemacht? Die hätten dann gesagt, hey, der will kaufen, jetzt setzen wir sofort die Preise hoch. Sondern der hat von seinem Auftraggeber, von diesem Fonds, eben ein gewisses Limit bekommen. Der hat gesagt, kauf mir 20.000 Futures, in dem und dem Limit, da soll sich das ungefähr bewegen. Und was hat der jetzt gemacht? Der ist hingegangen und hat gesagt, ich möchte 100 Futures kaufen. So, dann hat man die dem verkauft. Also nochmal 100 gekauft, nochmal und hat so nach und nach so ein bisschen akkumuliert, bis er vielleicht 1.000, 2.000 Stück hatte. Und dann haben dann natürlich die anderen das gemerkt, haben gesagt, oh, da will einer kaufen und haben selber mit angefangen zu kaufen. Und in dem Moment hat er natürlich aber gesehen, oh, wenn ich jetzt weiterhin kaufe, schaffe ich es nicht, mein Limit zu erzielen, was ich insgesamt für meine 20.000 Stück haben möchte. Also hat er, obwohl er ja eigentlich kaufen will, hat er angefangen, Stücke zu verkaufen. Meist macht das dann auch nicht ein Händler, sondern mehrere gemeinsam. Das ist auch nichts Illegales, das ist eine ganz normale Praxis. Also ist er hingegangen und hat quasi seinen Kurs gepflegt, in dem Falle nach unten, und hat plötzlich nochmal 1.000 Stück verkauft von seinen Futures. So, Market einfach raus. Was passiert? Der Kurs geht runter. Gleichzeitig haben andere schon mit angefangen, die mit ihm zusammengearbeitet haben und haben ihm gesagt, in diesem Preisrückgang, dort 1.000, dort 1.000, so. Und das hat er den ganzen Tag gemacht, oder einen halben Vormittag war das damals, bis er eben seine 20.000 Futures zusammen hatte. Das heißt, immer wenn es zu sehr nach oben ging, hat er verkauft, damit der Preis runterkam und hat dann unten wieder eingesammelt und hat eben nach und nach akkumuliert. Das heißt, 1.000 Stück gekauft, 500 verkauft, wieder 1.000 gekauft, wieder ein paar verkauft, bis er eben 20.000 Stück hatte. So. Und oben passiert natürlich genau das Gleiche. Wenn die ganzen Fonds abladen wollen, wenn die sagen, so, jetzt raus mit dem ganzen Mist, dann drücken die nicht auf den Knopf und verkaufen, was das Zeug hält, sondern die sagen, komm, lass uns mal anfangen zu verkaufen. Schon große Stückzahlen, aber auch nicht so, dass der Markt gleich einbricht, weil das nützt ihnen nichts. Die brauchen jetzt hier keine Apple-Aktie, die im Hoch bei 130 war, wenn die bei 100 ist. Die wollen da oben irgendwo verkaufen. Und Sie sehen, der Markt pendelt ganz lang, mehrere Monate zwischen 100, sagen wir 120 und 135 irgendwo hin und her. Und das können wir erkennen. Nämlich, das sind sogenannte Distributionstage. Und das können wir daran erkennen, dass wir gewisse Preisveränderungen sehen. Wir sehen das nicht an steigenden Tagen, sondern immer an fallenden Tagen. Und es gibt so eine Definition, die haben wir jetzt nicht entwickelt, sondern die haben wir von Händlern aus den USA übernommen, dass man sagt, okay, wenn also, wir machen das auf die Indizes, also auf den S&P, auf den Nasdaq, wenn
wir eine Aufwärtsphase haben oder eine Seitwärtsphase. Können Sie ganz einfach definieren. Nehmen Sie einen 200er Moving Average, also einen gleitenden Durchschnitt. Solange der Preis da oben drüber ist, sind wir in einem Aufwärts- oder Seitwärtstrend. Jetzt, das zählt also nicht mehr, wenn es nach unten geht, wenn wir so eine Situation haben wie jetzt. Und dann passiert Folgendes. Wenn wir sehen, dass der Preis in einem Index, wir reden hier über den S&P oder den Nasdaq, mindestens um 0,2% am Tag fällt und dann das Volumen gegenüber dem Vortag ansteigt, dann reden wir von einem sogenannten Distributionstag. Das heißt also, das kennzeichnet institutionelles Verkaufen. Steigendes Volumen kann nur durch die Institutionellen kommen, das kann nicht durch uns Private kommen. Wenn Sie und ich unsere 100 Stück Apple verkaufen, so, dann wirkt sich das nicht im Volumen aus. Wenn aber große Fonds, die auch nicht in Absprache agieren, sondern einfach, weil sie sagen, okay, es ist überbewertet oder warum auch immer, aber meistens ist das ja auch so ein Herdentrieb, was die machen. Wenn die also sagen, so komm, jetzt 200.000 Stück raus, 1 Million raus, 2 Millionen raus, dann steigt das Volumen an und die Preise fallen. So, und das können wir eben sehen. Und deswegen mal als einfache Definition, wenn Sie sehen in einem Index mindestens 0,2% Minus gegenüber dem Vortag und ein steigendes Volumen gegenüber dem Vortag, dann haben wir einen sogenannten Distributionstag. Und jetzt zeige ich Ihnen einen Chart. Und das ist der S&P 500 in den letzten Monaten. Und jeder Tag, der hier mit einer senkrechten Linie gekennzeichnet ist, und Sie sehen, wie viele das sind, das waren alles Distributionstage nach dieser Definition. Das heißt, Tagesverlust mindestens 0,2% gegenüber dem Vortag und steigendes Volumen gegenüber dem Vortag. Und da sehen Sie, dass wir in den letzten Monaten, beginnt hier im April und wir hätten das wahrscheinlich auch noch im März machen können. Und wie gesagt, machen Sie es selber mal, schauen Sie sich das an, schauen Sie sich das für die Nasdaq an. Und da werden Sie sehen, in steigende Preise, nein, Distributionstage. Ich glaube zuletzt, im letzten Monat allein 9 Stück in Folge. Und da sehen Sie einfach, wie die Jungs hier aufs Gas gedrückt haben und wie die in diesen ganzen Monaten ihre Aktien abgeladen haben. Weil wenn der Index fällt, was ist da eigentlich passiert? Aktien sind gefallen, ne? Oder Aktien sind verkauft worden. Und das kann man hier sehr, sehr gut erkennen als ein Teil dieses Puzzles, dass man sagt, okay, diese Distributionstage, die kann man erkennen. Und das können Sie immer wieder im Markt sehen. Und das lässt sich auch nicht verschleiern. Wenn große verkaufen, sehen Sie das am Markt. Sie müssen bloß richtig hinschauen. So, das heißt also für uns ist das was, was wir jeden Tag überprüfen, früh bei unserer Morgenroutine, einmal kurz auf den Index geschaut und aufgeschrieben, ist er mehr als mindestens 0,2% gefallen oder nicht und ist das Volumen zu gegenüber gestern angestiegen? Falls ja, Distributionstag. So, und das ist eben das, was ich Ihnen schon erklärte, wenn also ein großer Institutioneller verkaufen möchte, dann bewegt er die Preise und er kann das aber nicht mit einem Schlag tun, sondern er muss die Preise pflegen, damit er eben das Ganze verkaufen kann. Weil, wenn wir hier sehen, in diese Abwärtsbewegung, in den schwarzen Montag hinein, kriegt er seine Aktien nicht mehr verkauft. Also da ist keiner aus der Masse, aus den schwachen Händen bereit, da unten zu kaufen. So, sondern er muss das in steigende oder seitwärts laufende Preise machen, wenn man die Leute noch so ein bisschen, motivieren kann, auch Aktien zu kaufen. So, und wer 5 Jahre lang steigende Preise gesehen hat und immer wieder hört, Aktien sind alternativlos, es gibt keine Alternative zu Aktien, wir müssen in Aktien gehen, der kauft natürlich dann auch. Und der ist dann in der Regel auch nicht sehr langfristig interessiert, sondern eher hofft dann, dass es schnell nach oben geht. Und Sie sehen ja auch, wir hatten dann hier beispielsweise im Juli nochmal neue Allzeithochs, aber nur minimal, weil sofort, wenn diese da waren, wird sofort wieder verkauft und es geht sofort wieder nach unten. So, hier also das Ganze nochmal für den S&P. Hier ist das Ganze für Apple. Wir machen das nur in Indizes, aber Sie können sich das auch mal auf eine Einzelaktie anschauen. Schauen Sie sich das Ganze hier an, wie hier an den Allzeithoch sofort die Volumen hochgingen und wo sofort die Institutionellen gesagt haben, super Gelegenheit, raus damit. Ne? Ganz, ganz wichtiges Kennzeichen. So, zweites Mosaiksteinchen. Ein gesunder Markt kann nur steigen oder einen gesunden Markt kennzeichnen, dass die Masse der Aktien steigt. Also wenn wir uns jetzt anschauen, dass wir sagen, der S&P hat 500 Aktien, dann kann es doch eigentlich nicht sein, dass man den Markt als gesund bezeichnet, wenn nur ein Teil der Aktien steigt
und der Rest schon fällt. Und das kann man messen mit Hilfe der sogenannten Advanced Decline Line. Die Advanced Decline Line, ein relativ alter Indikator schon, der wenig beachtet wird, der auch in der Einzelbetrachtung meiner Meinung nach nicht viel Sinn macht, aber wenn man sich das langfristig anschaut, sehr viel. Die Definition, ich habe es Ihnen hier mal herausgesucht, Sie finden das bei Wikipedia beispielsweise zum Nachlesen, das ist eine ganz einfache Berechnung, nämlich man nimmt einfach aus einem Index heraus, oder das wird zum Beispiel auch gemacht an der New York Stock Exchange, da werden über 5000 Aktien gehandelt, man kann das am Nasdaq machen, je größer das Volumen oder je größer die Anzahl der Aktien ist, umso aussagekräftiger, das heißt eine Advanced Decline für den DAX ist zwar schon auch eine Hilfe, aber es sind ja nur 30 Aktien, genau wie beim Dow Jones, aber eben S&P 500, Russell 2000, New York Stock Exchange, 5000 Aktien, da sagt das eben viel aus. Und was wird einfach gemacht? Man nimmt einfach die Anzahl der gestiegenen Aktien minus die Anzahl der gesunkenen Aktien und addiert das Ganze zum Wert vom Vortag und bildet dann eine Linie daraus. So, und das Ganze sieht so aus und Sie sehen hier oben, mal als Linienchart dargestellt, weil man es da einfacher erkennen kann. Sie sehen in diesem Chart zwei Felder. Im oberen Feld sehen Sie diese Advanced Decline Line und im unteren Feld sehen Sie den S&P 500. Und Sie sehen, was ich hier mit dieser blauen Linie gekennzeichnet habe, von März bis in den August hinein lief der S&P seitwärts. Also es ging nicht sehr nach oben, aber auch nicht sehr nach unten. Es war so ein Dahinplätschern. Schauen Sie aber mal oben die Advanced Decline. Spätestens ab Mai ging es hier deutlich nach unten und die hat Verkaufssignale ausgebildet. Wir sprechen hier von einer sogenannten bärischen Divergenz. Das gibt nicht jeden Tag ein Signal. Sie müssen es aber jeden Tag oder zumindest einmal in der Woche sich anschauen, um diese Dinge zu erkennen. Und Sie erkennen dann eben wirklich, das ist kein gesunder Markt. Also wenn wir sagen, okay, der Markt bleibt stabil, der geht seitwärts, aber es fallen immer mehr Aktien als steigen. Weil, nochmal die Definition, Anzahl gestiegener Aktien minus Anzahl gefallener Aktien. Und man konnte sehr schön sehen in den letzten Wochen, dass immer mehr Aktien gefallen sind. Die großen, schweren Aktien, die sehr viel in den Indizes ausmachen, die sind stabil geblieben. Aber die Masse der kleinen Aktien ist schon gefallen. Man hat sehr viel mehr neue Tiefs als neue Hochs gesehen. Und das war eigentlich eine auch wieder ein weiteres Mosaiksteinchen, wo man das gesehen hat. Und schauen wir uns ein paar Dinge in der Vergangenheit an. Wir sehen hier den Juni, Juli 2007. Der Beginn der Finanzkrise fand im Jahr 2007 statt, obwohl wir alle denken, es war das Jahr 2008. Und Sie sehen unten wieder den S&P, der im Juli dann sogar noch mal im Oktober neue Hochs macht. Was macht die Advanced Decline? Die macht keine neuen Hochs mehr. Die fällt schon. Das heißt, der Markt wird krank, der wird von innen heraus krank, klar, weil die großen Institutionellen abladen. Das extremste Beispiel, was es jemals gab in dieser Advanced Decline, und die kann man ja wirklich auf 100 Jahre zurückrechnen, das haben wir in der Krise gesehen 2000, nämlich da hat der große Markt schon angefangen, oder die Masse der Aktien schon im Jahr 1998 hat angefangen zu fallen. Das heißt, das Jahr 2000 war der Hochpunkt. Wir haben aber gesehen, dass eigentlich schon zwei Jahre lang der Aktienmarkt krank war. Und das zeigt aber natürlich auch, dass der Advanced Decline, wie alle diese Dinge, die ich Ihnen hier zeige, wirklich nur Ampeln sind. Das sind keine Indikatoren, wo Sie sagen, jetzt gehe ich short oder jetzt gehe ich long, sondern es sind Ampeln. Und in dem Fall stellen sich einfach vor, Sie hätten über Ihrem Trading-Rechner, hätten Sie vier verschiedene oder fünf verschiedene Ampeln, die Ihnen einfach anzeigen, ist der Markt oder ist diese Ampel grün, freie Fahrt im Aktienmarkt, ist sie rot, eher mal ein bisschen vorsichtig sein. Und dann wäre eben diese eine Aktie hier oder diese eine Ampel wäre schon rot gewesen. Wenn die anderen alle noch grün sind, können sie ja weiter dabei bleiben, aber sie sollten das im Hinterkopf behalten. So. Jetzt etwas, eine weitere Ampel, ein weiteres Mosaikstein. Wir nehmen insgesamt vier Stück. Ist etwas, was mit unserem ursprünglichen Geschäft, nämlich mit dem Handel von Optionen, sehr viel zu tun hat. Und wenn ich mir von diesen vier Mosaiksteinchen einen heraussuchen müsste, dann würde ich diesen jetzt hier nehmen. So, der ist für mich der ausschlaggebendste, aber ich fühle mich wohler, wenn ich alle vier habe, ne? Weil das Bild einfach runter macht.
Und zwar müssen wir hier ein bisschen in das Thema Volatilität hineingehen. Volatilität, Schwankungsbreite, das kennt man aus dem Handel. Man sagt, oh, der Handel ist volatil. Im Optionshandel spricht man aber von bezeichnet Volatilität, nämlich etwas anderes, und zwar den Aufpreis auf den theoretisch fairen Wert einer Option. Puh, klingt kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Stellen Sie sich einfach vor, wenn viele Leute etwas haben möchten, dann wird in der Regel der Preis steigen. Optionen sind Absicherungsinstrumente. Marktteilnehmer wollen sich beispielsweise gegen fallende Preise absichern. Und jetzt ist es ja schon so, dass die institutionellen Händler, viele davon schon ein bisschen cleverer sind als wir Privaten. Und das heißt, die fangen eigentlich bei Zeiten an, sich abzusichern, weil die natürlich sagen, okay, wir haben hier 3 Milliarden Dollar in Aktien, wir wollen das abbauen, wir wissen aber, dass wir es gar nicht so komplett schnell machen können, deswegen fängt man an, Absicherungen zu kaufen. So, dann gehen die also her, kaufen Absicherungen, und da das, wie gesagt, eine große Herde auch ist, die institutionellen, fangen die Optionen, die Versicherungen an, im Preis zu steigen, weil plötzlich so viel Nachfrage reinkommt. Und das wirkt sich auf diesen sogenannten, auf die Volatilität aus, und aus dieser Volatilität heraus wird dieser Index gebildet, dieser sogenannte VIX-Index, VIX, Volatilitätsindex. Das ist ein rein oder synthetisch berechneter Index, wird alle 10 Sekunden in Chicago an der Börse berechnet. So etwas Ähnliches gibt es auch für den DAX, heißt dann VDAX New. Sie können aber selbst, wenn Sie den DAX handeln, schauen Sie sich einfach den Amerikaner an, das ist am einfachsten. So, und wenn man diesen betrachtet, dann kann man eigentlich über die letzten Jahre feststellen, es gibt ein gewisses kritisches Level. Und wenn dieses kritische Level überschritten ist, dann sollte man aus dem Markt gehen, zumindest mit Trading-Positionen. Das hat nichts mit Langfristpositionen zu tun, die kann man dann entsprechend hedgen und so weiter. Aber wer Trading-Positionen hat, der sagt, ich mache Trendfolge oder irgendwas auf 3, 4, 5 Tage. Wenn der VIX über dieses kritische Level geht, dann sollte man sich aus dem Markt verabschieden, und zwar umgehend. Dann sollte man nicht sagen, ich schaue mal noch was anderes an, sondern sollte man umgehend sich daraus verabschieden. So, und dieses kritische Level ist ein VIX-Stand von 20. Ob Sie jetzt persönlich sagen, ich nehme den VIX-Stand von 19 oder von 21, das spielt keine Rolle. Es geht darum, dass wenn er ein bestimmtes Niveau überschreitet, dann sieht man eigentlich, dass die institutionellen Anleger anfangen, Absicherungen massiv nachzufragen, wirklich massiv nachzufragen, weil der VIX nämlich in der Regel so einen Durchschnittswert von 15 etwa hat. Der pendelt ganz lange Zeit da unten, wir schauen uns gleich mal einen Chart an, und wenn der plötzlich nach oben geht, dann ist irgendetwas im Busche. Dann schauen wir uns das hier mal an, und da sehen Sie, dass der Markt, das ist hier dieser VIX-Index, und der ist am Freitag vor dem schwarzen Montag, ist der über die 20 gegangen. Der war am Donnerstag schon bei 19, also sehr, sehr nah dran. Das heißt, da wusste man schon, oh, da ist schon was. Und schon im Juli war er schon mal an der 20. Aber der ist dann an dem Freitag über 20 gegangen. Das heißt, wer nur das gemacht hätte, der hätte noch am Freitag vor dem schwarzen Montag alle seine Positionen schließen können. Komplett. Und er hätte diesen schwarzen Montag nicht mitgemacht. So, jetzt kann man sagen, naja, okay, hat einmal funktioniert. Funktionierte denn das auch in der Vergangenheit? Jetzt muss man sagen, jetzt gibt es diesen VIX-Index noch keine 40 Jahre, weil es natürlich noch nicht so lange Optionen gibt, zumindest auf den S&P. Aber wir können schon etliche Jahre in die Vergangenheit schauen. Und da sehen wir hier nochmal die Situation. Das ist jetzt ein bisschen verschoben, der Chart hier. Aber Sie sehen, wir hatten im S&P unten im Chart, hatten wir den Trendbruch, das letzte Tief wurde gebrochen. Also wenn Sie jetzt markttechnisch interessiert sind, dann wissen Sie, Bruch von Punkt 2, sollte man sich aus dem Markt verabschieden. Das Jahr haben wir am Donnerstag gesehen, VIX auf 19. Am nächsten Tag, am Freitag dann, es geht nach unten. Wir waren aber trotzdem dann noch irgendwo bei 1970, 80. Und am nächsten Tag ist er ja dann diese über 100 Punkte gefallen, an dem Montag dann erst. Das heißt, das war hier ein schöner Hinweis. So, gehen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit. 2011. 2011, der Markt bricht um insgesamt 20% ein. Und es geht ja gar nicht darum, dass wir genau am Top verkaufen. Das werden wir nie schaffen. Das heißt, der Versuch, ne, Trendwenden im Markt zu finden, um am Top zu verkaufen, am Boden zu kaufen, ist totaler Blödsinn. So, Zeitverschwendung. Aber wir müssen doch nicht, wenn ein Markt 20% fällt,
müssen wir doch nicht die kompletten 20% mitmachen. Da genügt es doch, die ersten 5% mitzumachen und dann sagen, so, jetzt war's das, raus damit. Und da sehen Sie sehr, sehr schön, dass hier im Jahr 2011 das erste Warnsignal im Frühjahr kam. Ganz links im Chart sehen Sie das in der vertikalen Linie. Dann ging, also oben ist wieder der VIX, unten ist der S&P. Dann ging der Markt nochmal so ein bisschen nach oben, macht nochmal ein neues Hoch. Überprüfen Sie mal für sich selbst, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, hatten wir da Distribution? Garantiert. Und dann ging er wirklich nochmal über die 20er-Marke, pendelte da ein paar Mal ein bisschen hin und her, rauf, runter und dann ging er rüber. Und wer nur gesagt hätte, ich verkaufe alle meine Positionen, wenn der VIX über 20 geht, der hätte sich 16% Abwärtsbewegung im S&P erspart. Und wie gesagt, Sie können sofort verkaufen. Sie müssen da, und das sind jetzt sogar noch Wochencharts, wenn Sie es auf Daily noch machen, sind Sie noch ein paar Tage eher. Das heißt also, Sie können das wirklich sehr, sehr leicht machen, indem Sie einfach sich diesen VIX jeden Tag mal anschauen. Ne? Also wenn Sie Positionen haben, schauen Sie sich den jeden Tag an, sobald der drüber ist, Attacke, raus damit. So. Wenn wir uns anschauen, hier das Jahr 2007, wann geht der VIX über 20? Im Jahr 2007 geht er darüber. Die Krise kam erst so richtig in den Preisen 2008. Was haben die Institutionellen gemacht, die es wussten? Die haben im Jahr 2007 angefangen, Absicherung zu kaufen. Und das hat man am VIX-Index gesehen. Also die Ampel, die Sie da oben haben, die hat geblinkt, geblinkt, geblinkt und hat gesagt, schau mich an, hier stimmt was nicht. Und Sie sehen, wenn man da rausgegangen wäre, man hätte sich 58% Abwärtsbewegung erspart. Selbst als er dann zwischendurch ja immer mal wieder so ein bisschen darunter ging, ne, da ging dann mal so wieder auf 17 zurück etwa, selbst wenn man dann gesagt hätte, hier im Jahr 2008, als er dann zum letzten Mal darüber ging, wenn man da ausgestiegen wäre, hätte man sich nochmal knapp 50% Abwärtsbewegung im S&P gespart und man hätte diesen kompletten Lehman Brothers Crash als Zuschauer erlebt und eben nicht im Markt drin und hätte gesehen, wie das eigene Konto von Summe X auf Summe X durch 2 fällt. Also das heißt, man kann das schon sehr, sehr gut erkennen und das ist nur ein Punkt, wir haben ja insgesamt 4 und da sehen Sie, Sie können das tatsächlich vermeiden, Sie müssen bloß hinschauen. So, gehen wir zurück ins Jahr 2000, 1999, 2000, Sie sehen 1998, ganz links im Chart, der S&P geht ein bisschen zurück, der VIX geht über 20 und er bleibt dann im Grunde genommen bis ins Jahr 2000, bis ins Jahr 2002, bleibt er immer oberhalb der 20er-Marke. Und das war ein ganz klarer Hinweis darauf, dass man nicht in diesem Markt sein sollte, zumindest nicht als Trader. Und wer jetzt zum Beispiel da gerade sich überlegt hat, ich baue mir mal ein Langfristportfolio auf, dann ist es vielleicht auch keine allzu gute Idee, das im Jahr 2000 zu machen, wenn der VIX über 20 ist. So, das heißt also, man kann mit Hilfe des VIX das sehr, sehr gut erkennen, wann Gefahr im Vollzug ist. Ich muss natürlich auch gleich einen Nachteil des VIX sagen. Was wird auch passieren? Wenn Sie sich einen Chart anschauen, dann wird es immer mal wieder die Situation geben, wo der über die 20 geht, und vielleicht am nächsten Tag wieder zurückfällt oder eine Woche später wieder zurückfällt und dann ist die Gefahr vorbei und dann ist der Markt 3-4% eingebrochen und Sie sind vielleicht ausgestiegen und müssen jetzt wieder einsteigen, vielleicht zu Preisen, die auf demselben Niveau oder vielleicht auch mal 1-2% höher. Das heißt, Sie verlieren 1-3%. Das ist aber im Vergleich dazu, dass Sie sich alle 5-6 Jahre mal 20-30-40-50% Drawdown ersparen, das ist es das einfach wert. Und das ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr gute Idee. Es gibt ja viele Leute, die Anhänger dieser Idee sind, dass sie sagen, ich kaufe mir permanent Absicherung auf den Markt, permanent Put-Optionen, Put-Optionsscheine. Sie wissen aber, wenn Sie sich das mal durchrechnen, das kostet Sie im Jahr ungefähr 8%. Da können Sie die Performance im Aktienmarkt komplett vergessen. Das macht überhaupt keinen Sinn. So. Und deswegen kann man das ja nur partiell machen, das heißt, wann es notwendig ist. Und selbst wenn Sie also zum Beispiel als Langfristanleger sagen, naja, ich möchte eigentlich in meinen Aktien bleiben, aber so eine große Abwärtsbewegung von 50% möchte ich auch nicht mitmachen, dann nutzen Sie eben das zum Beispiel den VIX und sagen, okay, jetzt sichere ich mich mal ab. Dann kaufen Sie eben eine Versicherung, die kostet Sie ein paar Prozent, 1-2% dann, weil Sie machen es ja nicht aufs ganze Jahr, sondern nur in dem einen Moment. Und wenn Sie dann
Wenn es dann doch wieder nach oben geht, dann steigen ja Ihre Aktien. Das heißt, dann haben Sie eben die Versicherung umsonst gehabt, dann hat die ein bisschen was gekostet. Das kostet Sie im Jahr 1-2% Performance. Ich glaube, das ist besser als 8%. Und wenn dann doch mal so dieser große Einbruch kommt, wie wir es jetzt gesehen haben, vielleicht auch noch in den nächsten Wochen noch mal sehen werden, oder wie wir es 2008 gesehen haben, 50% im S&P runter, wie wir es 2000 gesehen haben, 50% im S&P runter, dann werden Ihre Aktien massiv an Geld verlieren, aber Sie werden eine Absicherung zur richtigen Zeit haben und nicht blind im Nebel stochern sorgen, so dieses Pauschalmantra, naja, wir kaufen einfach immer Absicherung, dann können wir nichts verlieren. So, das macht überhaupt keinen Sinn. Und deswegen nutzen Sie so einfach sowas wie hier diesen VIX. So, VIX, dritter Punkt. Und jetzt können Sie aber auch eins machen, dass Sie sagen, naja, kann man auch eine Ampel dazu nehmen. Und die Ampel kann man machen, denn ein kleiner, einfacher, gleitender Durchschnitt, der tut es im Grunde genommen auch. Das ist jetzt, was ich Ihnen hier zeige, jetzt kein Handelssystem. Das heißt, ich würde nicht sagen, wir handeln jetzt danach, wir gehen long oder short an dieser Stelle. Aber es ist hier wieder dieses Ampelsystem, was Sie hier nutzen können. Und wir bei uns im Büro, in unserem Handelsbüro, wir nutzen einen 21er Moving Average, also einen 21er gleitenden Durchschnitt, und zwar einen sogenannten exponentiellen. Das bedeutet, die letzten paar Tage werden etwas höher gewichtet. Warum 21? Es hat sich einfach gezeigt, dass die Märkte oder dass so ein gleitender Durchschnitt von um die 20 Tage herum entspricht ja etwa den Handelsaktivitäten von einem Monat. Und da der Crash, wie Sie gleich am Anfang gesehen haben, ja nicht über Nacht kommt, sondern sich so ein bisschen hinschiebt, und so langsam fangen die Kurse an zu fallen und dann kommt die große Rutsche nach unten, zeigt eigentlich sehr, sehr schnell, wann man aus dem Markt herausgehen müsste. Und auch hier sehen Sie das Ganze, wie gesagt, nicht sagen, wenn er unten drunter ist, gehe ich short, und wenn er oben drüber ist, gehe ich long, sondern sehen Sie es als Ampel. Sagen Sie einfach, okay, diese Ampel ist rot oder diese Ampel ist grün. Und schauen Sie sich einfach Tag für Tag, das ist unsere Morgenroutine, das dauert jeden Früh 5 Minuten maximal, dass Sie sagen, ich schaue mir einfach ein paar große Indizes an. Also, wir schauen uns den S&P an, den S&P 100, den Nasdaq, den Russell, den DAX, den Eurostoxx. Und jetzt ehrlich gesagt, das ist auch nicht interpretierbar. Ja, das ist ja immer so ein bisschen die Problematik, die wir im Trading haben, beispielsweise mit einer Trendlinie. Ist die gebrochen oder ist die nicht gebrochen? Naja, der eine zeichnet Trendlinien so, der andere zeichnet Trendlinien so. In 21er Moving Average oder in 19er oder in 20er, das spielt keine Rolle. Aber ein gleitender Durchschnitt, der ist immer gleich, der lässt sich nicht interpretieren. Und entweder der Preis ist oben drüber, dann ist die Ampel grün, oder er ist unten drunter, dann ist die Ampel rot. Da gibt es keinerlei Interpretationsspielraum. Und das ist wichtig im Trading, dass Sie es reproduzierbar machen, dass Sie es wiederholbar machen. Dass Sie nicht sagen, naja, jetzt könnte ich mir vorstellen, das ist noch ein Aufwärtstrend. Und im nächsten Jahr sagen Sie an derselben Situation, ah, vielleicht ist es diesmal ja ein Abwärtstrend. So, Sie brauchen im Trading nicht interpretierbare Dinge. Und da ist ein kleiner Durchschnitt eine schöne Sache. Und wir schauen uns das mal an. Und da sehen Sie hier, auch mal in Kombination, wir sehen die, da wo der Pfeil ist, das ist der S&P, das war der Donnerstag, an dem, bevor es dann am Freitag, Montag so richtig zur Sache ging, ist der S&P unter den 21er gefallen. Das heißt, die Ampel war rot. Und Sie sehen auch, im Vorfeld war er immer schon mal darunter. Das ganze Jahr schon. Das heißt, die Ampel hat permanent immer geblinkert. Ne? Grün, rot, grün, rot, grün, rot. So. Sie sehen oben nochmal die Distributionstage. Nachdem das passierte, der fällt an dem Donnerstag unter seinen 21er Moving Average. Am Tag, der VIX ist bei 19, am Tag danach der VIX über 20, er fällt runter, Trendbruch. Also hat alles gepasst, um zu erkennen, dass man allerspätestens am Freitag aus diesem Markt raus sein musste. Man musste definitiv nicht den Montag mitmachen, wenn man aufs Klingeln gehört hat, und es war nicht die Straßenbahn, sondern es war die Börse. Schauen Sie sich hier an, der Dow Jones. Der Dow Jones Index bereits im Juli unter seinen 21er Moving Average gefallen. Der Nasdaq schon am Mittwoch schon, einen Tag zuvor noch, fiel er unter seinen 21er Moving Average. So, der Russell 2000, der Nebenwerteindex, 2000 Aktien enthalten. Stichwort Gesundheit des Marktes. Ne? Wie viele Aktien steigen, fallen? Der ist auch schon im Juli darunter gefallen und nie wieder zurückgekehrt. So,
Und wenn Sie sich das anschauen, das können Sie mit dem DAX machen, mit allem Möglichen. Also hier haben wir beispielsweise mal den DAX. Auch der DAX schon im April das erste Mal darunter gefallen, dann pendelte er so ein bisschen nach unten. Und dann sehen wir aber auch hier deutlich vor dem schwarzen Montag, ne, der ist ja dann erst hier ganz auf der rechten Seite, fiel der DAX unter den gleitenden Durchschnitt, die 21er. Und wenn da die DAX-Ampel eben rot war, da reden wir über einen Preis von 11.250 und im Tief waren wir bei unter 9.500. Das heißt, wir reden über 1.700 Punkte oben drüber. Wo Sie ein Warnsignal bekommen haben, Sie müssen es eben nur versuchen wahrzunehmen. Und hier mal zum Beispiel, warum ist das so wichtig mit diesen Ampeln? Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Trader sind, der sagt, okay, ich handle Aktien kurzfristig. Ne? Einige Kollegen hier, gute Kollegen in den letzten Tagen und auch heute und am Wochenende noch, die Ihnen ja kurzfristige Handelssysteme vorstellen, wie man Aktien handeln kann auf Markttechnik oder dergleichen. Und wenn Sie da so ein Filtersystem davor setzen und sagen, okay, ich gehe eben nur long in DAX-Aktien, wenn der über seinem 21er ist, und ich gehe nur short in DAX-Aktien, wenn er unter seinem 21er ist, so, dann haben Sie einfach eine viel höhere Gewinnwahrscheinlichkeit, als wenn Sie sagen, ich schaue mir mal eine einzelne Aktie an. Weil Großwetterlage, wie ist denn der übergeordnete Trend? Und das können Sie mit so etwas sehr, sehr leicht erkennen. Und hier mal so ein Bild aus unserer Morgenroutine, das ist jetzt schon ein paar Tage älter. Und da sehen Sie eben, ganz, ganz simpel gemacht, eine einfache Excel-Tabelle, früh ein paar Charts durchgeklickert, 5 Minuten, das ist nur ein Ausschnitt, wir schauen uns noch ein paar Dinge mehr an, zum Beispiel eben den VIX und so weiter, Distributionstage. Aber da sehen Sie eben hier, wenn Sie dann so ein Bild sehen, wir haben in der Mitte, die mittlere Spalte zeigt das Ganze auf Tagesbasis. Und wir betrachten uns das dann sogar nochmal auf Wochenbasis. Und da sehen Sie eben, wenn eben hier wir in der mittleren Spalte auf Tagesbasis alle Indizes, die wir beobachten, rot sind, das heißt, alle roten Ampeln sind an, dann muss mir das zu denken geben, dann stimmt irgendetwas nicht. Ja? Wenn jetzt mal einer rot ist, naja, das ist nicht so schlimm, aber wenn alle rot sind, dann haut irgendwas nicht hin. Und hier nochmal die Werte, die wir uns anschauen, das ist also von oben nach unten der S&P 500, der Dow Jones Index, also der ganz normale, der mit den 30 Werten, der Dow Jones Transport, der Nasdaq 100, der Russell 2000, der DAX, weil es uns natürlich als deutsche Händler interessiert, der Eurostoxx, der URTH, das ist der MSCI World Index, das heißt die Aktienmärkte der gesamten Welt, die sind in einem ETF zusammengefasst, den man in Amerika handeln kann, URTH. Und darunter, das sind noch zwei Rohstoffindizes, also sowas, wo eben dann Rohstoffe wie Gold, Öl, Getreide, Kupfer und so weiter enthalten sind. Das ist, weil wir auch jetzt bei uns selbst sehr viele Rohstoffe mithandeln. So, und damit haben Sie eigentlich ein sehr, sehr schönes Ampelsystem, was Ihnen zeigt, wann muss ich am Markt bullisch sein und wann sollte ich eher nicht bullisch am Markt sein. Weil wenn hier alles grün ist, wie wir es im Frühjahr hatten, so, dann müssen Sie, wie heißt es so schön, den Bullen reiten. Wenn dann aber alles rot wird, dann dürfen Sie den Bullen definitiv nicht mehr reiten, sondern dann müssen Sie sagen, okay, jetzt raus aus dem Markt. Und überprüfen Sie das bitte selber. Also nehmen Sie das, was ich Ihnen hier gesagt habe, als Anregung, überprüfen Sie das selber. Aber Sie sehen, das sind im Grunde genommen relativ simple Dinge. Das ist keine Hexerei, es macht auch nicht viel Arbeit. Sie brauchen keine Realtime-Daten, Sie brauchen keine besondere Chart-Software. Sie brauchen nur ganz normale Tagescharts, wo Sie diese Dinge überprüfen können. Und jetzt stellen Sie sich das einfach vor, wenn Sie das machen, jeden Tag, und das dauert, wie gesagt, wenn man es das erste Mal macht, vielleicht noch ein paar Minuten länger. Wir machen das jetzt mittlerweile schon seit Jahren. Bei uns muss das übrigens im Büro auch jeder Händler selbst machen. Also es ist nicht so, dass es einer für alle macht, sondern es muss jeder Händler selber machen, damit er dieses Gefühl für den Markt hat. Und wenn er das eben macht und sich eben anschaut, wie ist der VIX, haben wir Distributionstage, wie sind die gleitenden Durchschnitte. Wenn man so etwas erkennt, wie ist die Advanced Decline Line, wenn man so etwas dann erkennt, dann kann man eigentlich von solchen Tagen, von solchen Crashs nicht mehr überrascht werden. Wie gesagt, den Crash selbst können Sie nicht vermeiden. Sie können aber die Folgen für sich natürlich wahnsinnig vermeiden. Und Sie können dann sogar im Nachgang, vielleicht nicht beim allerersten Mal, weil da weiß man noch nicht, wie man das umsetzt, aber
Wenn Sie das ein paar Mal erlebt haben, dann können Sie sogar davon profitieren, können eine Menge Geld verdienen an solchen Tagen. Und ich habe mich jetzt hier in den letzten Tagen mit einigen Kollegen unterhalten, mit einigen Trader-Kollegen. Und alle, die ein bisschen länger dabei sind und ein bisschen was von diesem Markt verstehen, die haben alle gesagt, diese Woche, als der Markt so eingebrochen ist, war für sie alle die beste Handelswoche. Und das ist natürlich etwas, was ja auch unser aller Ziel sein muss, dass man sagt, wenn alle verlieren, bietet das natürlich auch Chancen, eine Menge zu gewinnen, weil irgendwo muss das Geld ja an dem Tag hin, was verschwindet. Und wäre eben schön, wenn es dann doch bei uns auf den Konten landet. So, wenn Sie sich für diese Dinge, wie man das dann auch in der Praxis umsetzen kann, zum Beispiel mit Hilfe von Optionen, wenn Sie das Ganze interessiert, und dann mache ich Ihnen ein Angebot. Ich habe das in den anderen drei Vorträgen schon gemacht, deswegen Sie kennen es vielleicht schon, wenn Sie diesen Vortrag jetzt zum den vierten Vortrag hier sich anschauen. Bei uns gibt es einen Optionsbrief, der heißt Optionsstrategien und der erscheint immer mittwochs seit 2011. Hier handeln wir oder hier zeigen wir unseren eigenen einen Ausschnitt aus unseren eigenen Trades. Das heißt also, wir handeln in einem reellen, live, mit echtem Geld aufgefüllten Konto, handeln wir Positionen, zeigen diese Positionen jeden Donnerstag in einem Helpdesk. Das heißt, wir gehen jede einzelne Position durch. Wir sagen, okay, was machen wir mit diesen Positionen? Müssen wir die irgendwie adjustieren? Müssen wir sie rausnehmen? Wann lösen wir sie auf? Wann gehen wir sie ein? Wie haben wir das gemacht? Und wenn Sie das Ganze interessiert, wenn Sie mal in die Welt der Optionen hineinschnuppern wollen, dann tun Sie das, fordern Sie einfach hier, ich mache Ihnen das Angebot als Zuschauer hier bei den IB Days, fordern Sie einfach ein 4 Wochen Kennenlern-Schnupperangebot an, einfach eine kurze Mail an uns, info@optionsstrategien.com, schreiben Sie einfach in den Betreff IB Days, genau, und dann schicken wir Ihnen das für die nächsten 4 Wochen zu, beginnend ab nächster Woche. Wir laden Sie auch zu unserem Donnerstags-Helpdesk ein, also dieser Live-Sitzung, jeden Donnerstag um 18 Uhr. Wer keine Zeit hat, die wird auch immer aufgezeichnet. Das heißt, Sie bekommen die dann im Nachhinein auch zugeschickt, sodass Sie die anschauen können. Und es ist keine Verpflichtung dabei, es gibt kein Verlängerungsabo. Schauen Sie es einfach an, weil wir wollen Sie nicht in irgendwelche Abos reinzwingen, sondern Sie sollen bei uns was lernen, wie Sie es selber machen können. So, weil das ist das Wichtigste an der Börse, wenn man es selber kann, nicht wenn man irgendwelchen Tipps folgt, wo einer sagt, mach mal das oder mach mal jenes, sondern man muss es selber lernen, dann hat man auch die Chance, auf Dauer Geld zu verdienen. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten möchten, Webseite war ja immer jetzt auch schon eingeblendet, www.optionsstrategien.com. Wir haben einen YouTube-Kanal, der heißt Optionshandel, wo wir nahezu jeden Tag oder ja, eigentlich fast jeden Tag Videos ein oder ein Video einstellen rund ums Thema Optionen, wo wir eben auch solche Dinge, wie wir heute besprochen haben, nochmal ein bisschen erläutern. Natürlich eine Facebook-Seite. Und eins noch, wir haben eine, wer wirklich lernen will, wie das Ganze funktioniert, wir bieten auch Coachings an, wo es unser Ziel ist, Ihnen beizubringen, wie man mit Optionen Geld verdienen kann. Wir machen im Jahr zweimal ein Seminar, einmal jetzt nächstes Jahr im Januar in Dresden, das andere wird irgendwann im Sommer sein. Sind immer relativ schnell ausgebucht, weil wir nur diese zwei machen. Ja, und man hat auch die Möglichkeit, jetzt zu uns ins Büro zu kommen und mit uns mal live zu handeln, ein paar Tage lang. Aber das alles auf unserer Webseite. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie mir heute hier am Freitag früh oder jetzt gegen Mittag gefolgt sind. Vielen Dank, Ihnen viel Erfolg an der Börse. Und es würde mich sehr freuen, wenn Sie den nächsten Crash für sich persönlich vermeiden könnten, wenn Sie aus dem, was ich Ihnen heute gesagt habe, für sich vielleicht eine kleine Handelsroutine oder Morgenroutine entwickeln könnten, damit Sie eben beim nächsten Mal zu den Gewinnern gehören und sagen können, jawohl, ich habe es kommen sehen, ich habe das Klingeln gehört. Es war eben nicht die Straßenbahn, es war tatsächlich die Börse. Vielen Dank für Ihre Zeit. Viel Spaß noch hier bei den Vorträgen von den Kollegen. Geht ja noch morgen und übermorgen auch weiter. Schauen Sie sich an, wirklich ganz tolle Vorträge dabei, tolles Event. Wir sehen uns vielleicht mal auf einer Messe oder irgendwo. Danke für Ihre Zeit. Tschüss, Servus, bye bye.